Da sind wir wieder. Yo, hey, hey, oh. Ihr seid ja wieder. Sorry, wir sind zu beschäftigt mit unseren neuen Twitter-Accounts. Ja, wir sind voll cool und Social Media Boys. On the road to influence the kiddies. On the road to beat influencer. Der Chris hat gesagt, ich soll mir seinen Account angucken. Nee, du meintest, du willst dir mein Profil angucken. Weil ich habe gerade in der Break noch mein Profil nebenbei fertig gemacht, während ich die Prüfung fertig gemacht habe. Mehr Munition. Wir wollen mehr Munition. Das ist deine Beschreibung, Adamo? This guy is better in any game. Even in my own fucking card game. IGN, 8 out of 10, great gameplay, but lacking some social interactions. Ja, das ist mein Profil jetzt, ne? Dope. Gefällt mir. Finde ich gut, unterschreibe ich. Vorhin das erste, wa? Das Zitat ist einfach Betrug. Das ist die Essenz der Wahrheit. Ich bin immer noch dafür, dass wir mit den Boys halt so einen fucking Dragon Ball Tag machen, Alter, wo wir alle Dragon Ball zocken. Können wir machen. Wir raiden einfach Tesh Butter. Hocken uns bei ihnen rein, bringen das Game mit. Boah, die Sache ist, die Aufnahme hört er vorher noch nicht mal. Das müssen wir machen, bevor die Aufnahme raus ist, weißt du? Dann können wir sagen, wir hatten den Plan schon auf der Aufnahme. Ihn zu raiden. Oh mein Gott, Alter. Wait, I don't get it. Wir haben den Plan noch auf der Aufnahme. Ja, bloß, aber ohne, dass er vorher was mitbekommt, meine ich. Weißt du, dass er keine Chance hat, uns zu denyen. Ja, aber um uns zu denyen, müsste er ja die Folge sehen. Ja, guckt er doch. Das wird nicht passieren. Er guckt wahrscheinlich keinen Doom. Er ist doomed. Er ist doom. Er wird nicht wissen, dass die Demons kommen, weil er ist doomed. Er wird nicht wissen, dass die Demons zu ihm nach Hause kommen, um Dragon Ball FighterZ zu spielen. Ja, doomed. Und sein ganzes Bier wegsaufen. Oh, fuck. Warum? Wow, wie ich einfach in der Luft hängen geblieben bin. Du wurdest in der Luft abgefangen, Bro. Ah! Hast du es gerade gesehen, wie ich erstmal auf eine Invisible Wall gefallen bin, dann gestorben bin und dann weitergefallen? Wow, wow, wow. I cry, yeah, yeah. Ja, ich würde sagen, am Freitag, oder? Was? Diesen Freitag? Ja, jeder hat frei, als normal. Digga. Als normal. Digga. Als normal! Hast du keinen Respekt vor Jesus? Weil er sich kreuzigen gelassen hat, oder was? Digga, es ist Feiertag. Naja. Da soll man entspannen. Der Jesus auf Anime ist Son Goku, also. Von daher. Jesus auf Anime. Ja. War doch Karfreitag, wo man nicht tanzen darf, oder? Keine Ahnung, Alter. Ich bin ungläubig, weißt du doch. Boah, ich zersäge ihn diesmal. Oh ja, cool. Wow. Gott, Alter. Er ist ja wortwörtlich wie eine Pinata aufgegangen, Alter. Digga. Kettensäge ist schon broken, Alter. Aber es hat 4 Sprit gekostet, den aufzusägen. 4? Ja. Holy shit, okay. Kleine Gegner kosten 1. Oh, Alter. Diese Köppe, Alter. Du bist tot. Oh, diese Köppe, die machen mir richtig. Ich muss mal aufpassen, Alter. Die Köppe, Alter. Welche Köppe? Das sind so diese fliegenden Köppe. Ja, Totenköpfe, die kommen auf mich zugeschaut. So wie, weißt du, in Serious Sam, die ohne Kopf, die mit Bombenhänden, die dann so auf dich zukommen. Hast du niemals Serious Sam? Ja, kennst du das nicht? Nee. Das ist auch so ein Shooter-Game, einfach nur, wo du auch die ganze Zeit Dämonen tötest. Serious? Am besten, da haben sie. Ich kenne Duke Nukem. No. Serious Sam ist aber das Beste ist halt, die haben halt richtig hart getrollt, ne? Die haben halt Leute getrollt, das Spiel illegal. Die haben selber eine Version hochgestellt halt, die man runterladen konnte. Aha. Und wenn du es halt runtergeladen hast, oder hatten die es selber? Nee, ich glaube, das war einfach der Standard Pirate Schutz, wenn also das Spiel erkannt hat, dass es eine Version ist, die per Piraterie erworben wurde. Ja. Gab es so einen Gegner, der halt irgendwann in der Mitte des Games gespawnt ist, der unsterblich war. Okay. Und der dir dann die ganze Zeit hinterhergefolgt ist halt und dich gekillt hat. Und dann haben halt online Leute gefragt halt, how can I beat this guy? He's so OP. Okay. Und dann wussten die Spielentwickler so, Finde ich gut. Finde ich eine gute Sache. Hashtag gute Mann. Ja.
So, wo spawnen jetzt diese Totenköpfe? Alter? Hashtag Piraterie lutscht. Aber das Thema hatten wir ja, glaube ich, schon mal, wa? Piraterie. Ja. Aber ich find's gut, wenn es immer so, wenn die Entwickler sowas mit einbauen. Wenn das Game gehackt ist oder so, dass es unbeatable ist. Bei ein paar alten Games gab es das auch, dass halt die Games nicht unbeatable waren, sondern einfach, dass du nicht weiterspielen konntest. Und irgendwann hat das Spiel gesagt so, we know you got a fucking pirate copy. So now buy the real shit. So muss das auch, Freunde. So muss das. Das heiße ich willkommen. So, mal sehen, ob du wieder in der Luft abgefangen wirst. A moment of silence. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss gleich mein Twitter-Account die Beschreibung nochmal ändern. 4 out of 10. Direkt shitty Gameplay. Neues IGN-Review. Ja, shitty Gameplay. 4 von 10. Shitty Gameplay. Good graphics, but shitty Gameplay. Ich muss gleich tweeten. Ich bin gesprungen und runtergefallen. Hashtag no. Was sind das überhaupt für blaue Dinger, die da vorbeifliegen? Das zeigt zum ersten Mal diese Totenköpfe halt. Oh. Boah, hab ich gerade drei. Like Game Design, you mean? Yep. Damn, Alter. Boah. Wenn man einfach dick ist, Alter, dann schmatzt man halt richtig ab. Okay. Ist der andere Kopf? Oh, irgendwas haut mich von hinten. Oh mein Gott, Bro, you are fucked. Na, easy Gameplay. Easy Gameplay vom neues IGN Review. 7 von 10. 7 von 10. Es wird immer ein Stückchen besser, ja, meinst du? Das war gut, dann war es scheiße, jetzt ist es wieder gut. Aber nicht so gut wie beim ersten Mal. Was ist los? Warum kann ich nicht mehr double jumpen? Alter, ich weiß es nicht. To break the game? Oder sprich ich zu spät ab, sodass das Spiel denkt, dass ich schon. Also, dass ich halt schon in der Luft war, weißt du, bevor ich abgesprungen bin und so, deswegen keinen zweiten Jump kriege. Vielleicht hast du auch nur ein bestimmtes Zeitfenster, wo du doppelt jumpen kannst. Nee, guck, du kannst halt richtig lange warten eigentlich. Hm. Also, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass du keine Problems hast. Boah, da sind noch mehr dieser Auxi. Ich kann mir. Du ballerst die Viecher so schnell tot, ich kann sie mir noch nicht mehr in Ruhe angucken. Das sind einfach fliegende Augen, Alter. Bleib mal locker. Fliegende Augen? Mehr oder weniger. Boah, ist hier unten, Alter. Ich habe wenig Munition schon gemacht. Okay, hier ist eklig. Boah, das Unverwundbarkeit hier. Oh, nur sind keine Gegner da. Ja. Dumm gelaufen. Kann ich die Tür jetzt aufmachen? Nö. Of course. Ich bin ja da so runtergesprungen. Wahrscheinlich muss ich hier weiter. Da nach oben wahrscheinlich. Meh, jetzt haben wir Unverwundbarkeit gewastet. Wasted. Ey, hab ich dir schon gesagt, was richtig geil wäre? Was denn? Ne. Ja, doch, hattest du. Bist du so durch, ja? Ich bin gerade mega müde. War es nicht bei der letzten Aufnahme auch so, dass du in der letzten Episode so... Oh, mega. Ich bin immer müde. Ah, mega. Ich bin mega. Immer müde. Bei mega müde. Jede Session, die wir haben, bin ich immer müde. Aber ich ist bin mein Gameplay so einschläfernd, ja? Nein, es ist nicht. Aber ich gehe entweder... Habt ihr das gehört? Mein Gameplay ist so schlecht, er schläft ein. Jesus, man. Entweder schlafe ich in der Nacht zu wenig. Oder du weißt es bei mir sowieso so. Dass ich generell, wenn ich Leute beim Spielen zugucke, verfalle ich ja in so eine Trance und das finde ich immer. Ach, so. Deswegen bist du immer so schlecht im Hux. Du guckst mir einfach zu viel zu, anstatt selber zu spielen. Da war doch kein. Und dann hatten wir das ja auch schon mal gehabt in irgendeiner Episode. Ich glaube, das war sogar schon noch zu Dishonored-Zeiten. Ja, aber da waren wir, glaube ich, beide richtig wasted. Wo wir die ganze Zeit alkoholfreie Radler getrunken haben. Und da haben wir ja doch gesagt, dass
dass auch wenn sie alkoholfrei sind, sie machen trotzdem so müde wie ihre großen Brüder. Ja. War aber wirklich so, Alter. Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt 2 alkoholfreie Bier getrunken und müde, als hätte ich irgendwie... Ist dein Körper, der halt so dieses dieses Phänomen hat, dass er halt die Stimulation bekommen halt von dem Biergeschmack, weißt du? Mhm. Vor allem Licht ist ja auch aus. Da ist sowieso. Hätte vielleicht mal Licht anmachen sollen. Aber dann gehen doch die Dings wieder aufs. Nee, ich meine die. Achso, die ins Oberlicht. Den Deckenfluter. Den Deckenfluter. Mhm. Tja, hättest du mal machen sollen, ne? Ich mache jetzt wie bei Dave. Achso. Ich schlafe jetzt einfach. Ich mache die Augen einfach zu und wenn irgendwas passiert, dann so, wow! Ja, dann hast du eigentlich gemerkt, wie ich den Dick gelutscht hab. What? Escalating quickly. Oh! Was ist das? Was ist das? Waffenpunkt. Nee, das war Karte wurde aktiviert. Den Waffenpunkt habe ich für Gegner töten gekriegt. Achso. Das war Karte, jetzt habe ich Karte mehr aufgedeckt. Das ist das Kardingir-Heiligtum. Ist doch ein Challenge. A new challenger has arrived. Soll ich die machen? Ja, leg mal los, Alter. Leg mal los, Alter. Bruder. Was soll ich tun? Erschwäche mit dem schweren Sturmgewehr 3 Höllenritter und führe dann... Auf großer Entfernung? Hä, hast du es schon gelesen? Da stand, führe Glorikills auf großer Entfernung durch. How? I don't know. Aber da... Ich weiß auch noch mal, was ich machen soll. Bevor die Zeit ab... Und führe dann Tod von oben. Tod von oben? Ja, ich muss hochspringen. Ich muss double jumpen und dann... Machst du denn auf weite Entfernung, Alter? Ja, Mann. Da, guck. Da unten steht aus großer Entfernung. Wow. Random. Oh. Nee, das ist kein Höllendings. Das war da. Das ist ein Höllenritter? Ja. Das sind die Viecher. Ja, und die muss ich schwächen und dann. Oh. Und dann muss ich das machen. Ja. Okay, kriegst du eigentlich für die kleinen Zeit? Nee, aber für den großen 20 Sekunden. Guck. Easy. Okay. Die kleinen sind mehr. Ich glaube, die sind dazu da, dass ich Leben sammeln kann. Okay, da ist er. Der ist richtig sauer. Alter, ist ja pisst, als hättest du mit seiner Mutti geschlafen. Und dann? Was hab ich gekriegt? Suchen und vernichten. Yo. Achso, das kriege ich davon. Die Rune ist das, was ich kriege. Dann kann ich Glory Kills mehr, also aus weiterer Entfernung abschließen halt. Dann muss ich nicht so nah sein, um die zu aktivieren. Und die Rune heißt Suchen und Zerstören. Seek and Destroy. Seek and Destroy. Doom. Wir haben immer noch keinen Boss gesehen, ne? Ich bin enttäuscht, Alter. Stimmt. Mhm. Wir haben nur diesen kleinen Fake-Mini-Boss, was eigentlich einfach nur ein neuer Mob war. Mein Dick war richtig swoobel, Alter. Ich bin gespannt. Weißt du noch? Wie epic die sind. Weißt du noch, wo wir gerade in der Dings waren, bei Kaufland? Dann meinst du, ich muss ein neues Wort erfinden, was man so benutzen kann? Ja. Smoshy. Ey, Smoshy. Ey, das haben wir nie etabliert. War Smoshy? Ja, es war Smoshy, dieses. Was hab ich da gelabert, Alter? Oh Mann, Alter. Wenn was in deinem Mund ist und du beißt drauf und es explodiert und du hast einfach dieses feuchten Geschmack im Mund. Das ist so moschi. Ja, genau. Gold wert, Alter. Ey. Aber du hast es ja erst ganz normal erklärt und dann ist dir, glaube ich, im Laufe der Erklärung aufgefallen, wie zweideutig das ist, was du gerade eigentlich beschreibst. Ja, es war halt so. Und dann hast du es einfach weiter durchgezogen, weil das ist moschi. Yep. I remember that. Das war auch zu Dishonored 2. Ja. Boah. Ich frag mich, wie das wäre, wenn wir unsere alten Scheiß mal angucken. Wie cringy das wäre. Keine Ahnung.
Aber wenn wir es tun, we're gonna die, probably. Why? Guck, da kämpfen sie. Siehst du, das sind die im Multiplayer, siehst du das? Ja. Was war denn das eigentlich für ein Boss da vorne? Der hat sich ja. Das ist dieser Samuel, dieser Roboter-Typ da, der mit dir redet. Dem ist ja. Dem die Einrichtung gehört. Dem ist es ja mega scheißegal gewesen, was hinter ihm passiert. Tja. Das kommt davon, wenn man ein Roboter ist. Was? Oh, erst? Oh! Wow. Oh! Oh, it's new guy! Alter, er kämpft einfach gegen alle. Alter, das ist Hulk. Er kämpft. The Red Hulk. Er kämpft einfach gegen alle, Alter. Ist er dein Freund? Ich glaube, er gibt einfach null Piss, Alter. Ich glaube, er ist einfach so savage, Alter. Aha. Wow. Boom, Alter, mit seiner eigenen Keule. Was ist eigentlich hier drin? Höllenbaron. Wow. Ich werde nichts sagen, aber du hast hier einfach gerade Glory Kill. Nachdem du ihn ein paar Mal mit der Pumpgun da zugeballert hast. Vielleicht haben sie ein bisschen easier gemacht, weil das erste Mal da war. Nee. Normalerweise ist es so, dass es beim ersten Mal schwer ist und dann. Oh mein! What? One-Hit-Kill, Alter. Ist das ein neuer Höllenbaron? Ja, mal gucken. Ich habe hier Belagerungsmodus freigeschaltet. Das lädt halt auf und dann wird es halt strong. Oh shit, Alter, die beiden vor mir sind einfach zerplatzt. Alter. Ich falle gleich ins Koma, Alter. Oh, der ist tot. Oh, ich würde jetzt so gern schlafen. Bleib mal locker hier, Alter. Calm your titties, Alter. Boah, irgendwas hat mich von hinten richtig gehauen, aber ich habe jetzt vierfach Schaden. Achso, das sind schon wieder die Köpfe, Alter. Ja, dummerweise. Jetzt habe ich vierfach Schaden, weißt du? Diese Köpfe. Ja. Tolle Kabel. Noch irgendwo einer? Ja, einer müsste noch. Ah, hinter mir. Oh, ist gerade gegen die Wand gekommen. Oh. Wow. Wow. Gib ihm. Ja, schon down. Gib ihm. Oh, sorry, ich hatte Augen zu. Wow. Ich habe echt gehofft, der Fight geht noch ein bisschen. Oh. Wie viele kommen denn noch? Na, bis es keine Höllenbarone mehr gibt. Oh. Oh. Puh. Oh, nice. Jesus, Alter, von 25 auf 100 HP. Oh, ich glaube, jetzt kommt ein erster Boss. Echt? Oh, oh. Meinst du? Ah, nee, doch nicht. Oder? Sie hoffen mich immer zu teasen. Weiß nicht, sieht danach aus. Das meinst du nicht so? Ja, es sieht schon danach aus, als würde gleich was passieren. Jesus, ich hitte einfach den. Oh Mann, ein bisschen Munition sammeln. Damn. Wow. Wow, Alter, wenn man das sieht, wie sie auf einen zukommen, sind die echt creepy. Das war intens. Ah, da war die Prüfung vorhin. Wir sind ein bisschen zu schnell. Zu schnell? Aha. That scared me. Bist du sicher, dass du da lang musst? Ja. Nein. Guck mal, da hinten kämpfen sie doch. Ach du Scheiße. Oh man. Oh man. Ah. Der ist ja geil gestorben. Und das diese Augen? Ja. Also wollte ich mir extra das Fernrohr rausholen. Und dann hat es so lange gedauert, es raufzusetzen. Jetzt hat er kein Auge mehr. Ey, ich hoffe echt. Also wenn jetzt gleich ein Boss kommt, Alter, dann bin ich sad. Dann bist du sad, wieso? Na, es so langsam Zeit wird, das Maul zu halten. Dann machen wir einfach noch den Boss. Guckt doch eh keiner außer dir. Nicht mal. Mann, mach mich nicht fertig, ja, nur weil ich gerade keine Zeit gefunden hatte. Ja, ja. Ist er neu? Nee, ist der Fatty. Achso. Den ich seinen eigenen Dings in den Mund stecke. Guck. Guck! Om. Om nom.
geil. Stell dir das ganze Spiel vor, ja? Ja. Mit so Geräuschen, die einer macht mit dem Mund so. Piu, piu. Fände ich gut. Piu, piu. Ich finde auch. Puh. Man sollte generell ein AAA-Game machen, was genau solche Soundfiles hat. Einfach nur, um funny zu sein? Ja. Du bist nicht funny. Ich finde, das wäre... Das wär gut. Wäre mal was Neues. Wäre Gucci in Banane? Hier ist wieder Story. Was hat Tudor hier zu sagen? Kampf gegen die schwarzen Seelen der Verdammten zeigte sich seine Macht. Für seinen Kreuzzug verliehen ihm die Seraphim gewaltige Stärke. Oh, jetzt hört man nichts mehr. Oh. You fucked up. Okay, Bro. So langsam wird Zeit, das Maul zu halten. Aber ich will weiterspielen. I know. Ich will Unreal Tournament spielen! Nein, eigentlich will ich Doom spielen. Ich glaube, du musst noch diese Wave hier clearen. Dann müssen wir unser Lager aufschlagen. Aber wir sind kurz vorm Boss. Ich spüre es. In diesem vom Menschen am meist besuchten Urlaubsort namens Hölle. Ich will den Boss, ich will den Boss, ich will den Boss. Gibt Nein? Kein Boss. Doch, es wird Boss geben. Es gibt kein Battle. Hey Boss, wo bist du? Gibt kein Battle. Oh, hier ist nochmal ein Arena-Kampf. Jetzt, da ich ihn gestartet habe, kannst du nicht die Folge beenden. Nee. Schon ein Arena-Kampf. Na hier, ich muss hier wieder so eine Wave clearen. Ich kämpfe mich jetzt einfach von einer Wave zur nächsten, du kannst die Folge nie beenden. Why? Weil ich noch einen Boss machen will. Egal, du kannst keinen Boss machen. Guck mal auf den Tacho! Guck mal auf mein Tacho, Alter. Das ist kurz vor 11:30. Cool, Alter. Hast du es gesehen? Was mach ich mit dir, wenn du einfach die Folge beendest? Ich beende sie ja nicht einfach. Natürlich. Ich kündige nur an. Habt ihr das gehört? Er droht mir. Kündigt mir an, dass er die Folge beendet. Droht mir. Jedes Mal das Gleiche. Ich will einfach nur spielen, ja? Und er? Ich mach die Folge vorbei. Full disrespect, einfach no interest. Wie viele? Was sagt eigentlich deine Mom dazu? Zu was? Dass du so unfreundlich zu den Menschen bist. Ich bin mega freundlich. Siehst du das? Spaß. Spaß. Ey. Stimmt in den Comments ab, wie asozial Adam ist. Omega asozial, ich bin next level shit. Omega. Was ist hier los, Alter? Wo kommen die denn alle her? Du bist tot. Nein, ich bin nicht tot. Noch nicht. Jetzt bin ich tot. Zeit, das Maul zu halten? Ja, Zeit, das Maul zu halten. Also, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Couch Potatoes or whatever you identify as, I'm sad. Ich konnte euch keinen Boss liefern. Mein drittes Bier ist noch komplett voll. Das heißt, ich muss so lange noch bei Adam bleiben. Also, und wir sehen uns in der nächsten Folge von Du. So müde, ich bin zu faul, um aufzustehen. Schärf, du kleine Schlamme. Schau mal auf den Tacho, Mann. Du musst die Folge beenden. Oh Gott. Du musst es adden.